Einfach nur für Frieden sorgen. Beric, wo warst du? Und was planst du jetzt schon wieder? Bartrand, sei doch nicht so misstrauisch. Ich bringe uns hier unsere zukünftige Partnerin. Was? Partnerin? Du dämlicher, nackküssender Staubbauer. Wie konntest du so etwas nur versprechen? Wenn diese Expedition nicht bald aufbricht, werden wir niemals irgendwelche Gewinne machen, um die wir uns streiten können, Bruder. Da könntest du vielleicht recht haben. Es ist wirklich ergreifend, wie viel Liebe hier herrscht. Was ich lieben würde, wäre das Geld, um damit die Zuversicht meines Bruders zu untermauern. Wie sieht es damit aus, Mensch? Ich habe euer Geld. Das ist ein Scherz, oder? Was habe ich dir gesagt, Bartrand? Nicht schlecht für einen Menschen, was? Also gut, Partner. Wir teilen den Gewinn zu gleichen Teilen zwischen euch, mir und Varric. Jetzt brauchen wir nur noch einen geeigneten Zugang zu den tiefen Wegen. Das hier könnte genau das sein, was wir brauchen. Was ist das denn? 3, 4 Zugänge zu den tiefen Wegen und alle in den freien Marschen? Wo habt ihr die her? Hab ich dir nicht gesagt, wir würden einen grauen Wächter finden? Mutter hat ihren Sohn eben nicht zu einem Narren erzogen. Na gut, sie hat ihre beiden Söhne nicht zu Narren erzogen. Ich bin wirklich verblüfft. Lasst uns einfach den vielversprechendsten aussuchen und aufbrechen. Ihr solltet alle Geschäfte zu Ende bringen. Wir werden wenigstens mehrere Wochen unterwegs sein. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Dann brechen wir auf.
Ich grüße euch, meine Dame. Es heißt, ihr braucht Hilfe und würdet gut bezahlen. Ich suche jemanden, der mit den dunklen Orten unterhalb der Unterstadt vertraut ist. Wenn ihr das seid, dann ja, ich werde euch bezahlen. Das tut es, ja. Lasst uns einfach kurz in diese Gasse gehen, damit meine Freunde und ich einen Blick auf das Geld werfen können. Sie hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Sie könnte offenbar ein wenig Hilfe brauchen. Vor allem jetzt. Eingreifen. Ich bin hier ein wenig fehl am Platze. Was in der Unterstadt ein törichtes Risiko ist. Ich bin hier, um nach einer ganz bestimmten Person zu suchen. Jemanden mit Fähigkeiten im Blutgewerbe, der aber dennoch rechtschaffen ist. Jemanden, der einem anderen vielleicht zu Hilfe eilen würde. Ich habe eine Fracht, die aus der Stadt gebracht werden muss. Wenn ihr dazu bereit und in der Lage seid, treffen wir uns in meinem nahegelegenen Unterschlupf. Ihr stellt eine Menge Vermutungen an. Das hätte euch bereits beinahe das Leben gekostet. Ein Grund mehr, die Sache schnell zu erledigen. Ihr müsst doch Geld brauchen. Jeder hier tut das. Warnell? Wie ich sehe, seid ihr also doch nicht ganz hilflos. Ich hoffe, ihr werdet kommen. Diese Angelegenheit wird von Minute zu Minute dringlicher.